Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Conan Exiles. Mit dem Mataboom. Aufs Maul. So, wir haben offscreen einen kleinen Ofen gebaut. Das Farm haben wir jetzt einfach mal erspart, weil dafür brauchten wir nämlich nur, ich glaube, 380 Stein und... Und Holz, glaube ich. Irgendwas nee, nur Stein, nur Stein. Nur Stein. Oder? Kann ich nachgucken. Ja, 540 Stein. Genau. Und wie ihr seht, haben wir hier Eisenbarren bekommen. Zwei Stück jetzt, um genau zu sein. Man braucht quasi immer zwei Eisensteine, um einen Eisenbarren zu machen. Wie man den kriegt, für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Aber mit der Spitzhacke auf Steine kloppen. Ich habe eben einfach mal zwei Stück rausbekommen. Nicht aus jedem kommt was. Da haben wir bestimmte Steine, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Da, genau, wieder einen bekommen. Ab und an kriegt man mal einen. Und wo bist du? Ich bin noch beim Lager. Dann komm ich mal hin. Ich muss ja jetzt, wenn wir jetzt loslaufen, nicht mit den Steinen loslaufen. Ich bin über 100 Steine abgebaut. Also es geht echt fixe. Hey, Bunny! Hey, Bunny! Bunny, Bunny, Bunny! Baudekoration überleben. Was haben wir denn hier? Bettenmacher. Okay. Fackel, Bandagen. Wir können auch einen Leibeigene herstellen, ne? Quatsch. Zimmermann. Genau. Schmied ist klar. Gerber, Eisenwerkzeug. Ja. Hergestellt an der Werkbank eines Schmiedes. Hier haben wir auch. Warte mal, wir haben ja hier Leder. Können wir doch rein theoretisch mal ins Talentbaum gehen. Na, Rüstung. Barbaren. Rüstungsmacher. Oh, Werkbank des Rüstungsmacher. Hilft uns gar nicht, dass wir hier Leder verarbeiten können, sehe ich gerade. Dünne Rüstungsplattierungen. Nee. Das bringt uns doch gar nichts. Weißt du warum? Mhm. Weil wir dafür eine Werkbank brauchen. Die Werkbank eines Schmiedes wahrscheinlich, oder was? Waffenschmied-Lehrling. Wir brauchen dafür Werkbank des Rüstungsmacher. Erfordert Eisenwerkzeuge und Schmied. Also bringt mir das noch nichts. Aber wo können wir denn... Treppen? Nein. Steinmetzgeselle brauche ich auch nicht. Steinmetzmeister brauche ich nicht. Dekoration brauche ich nicht. Überleben wäre aber wichtig. Zimmermann, Mahlstein, Trankmacher, Gerber, Stern, Meisterschmied. Nee, Primimeter Koch auch nicht. Kistenmacher nicht. Lehmmann wird es auch nicht sein. Hast du denn schon die Eisenwerkzeuge gelernt? Nee. Wo kann ich die? Dann mal ganz kurz machen. Wo waren die? Wenn du quasi unter Talente gehst und dann unter Überleben. Da bin ich gerade drin. Die Eisenwerkzeuge, die habe ich ja gelernt, ja. Die habe ich schon gelernt. Auch Gerber, auch Schmied. Ist das Schmied? Aber hier kommt... Also dürftest du quasi... schon die Werkbank eines Schmiedes machen können. Was brauchten wir nochmal dafür? Könnte ich machen, ja. Über den Ofen. Werkbank eines Schmiedes, eine Werkbank für die Metallabarbeitung. Brauchen wir Eisverstärkung, Stahlverstärkung, Eisenbahn zerlegen, Stahlbahn zerlegen, Glasflaschen, Gussbaum. Aber wie kriegt man das hier hin? Ofen. Nee, du hast das quasi jetzt in deinem Handwerk drin. Dadurch, dass du jetzt Schmiedelehrling bist. Meine Rüstung, Materialien. Außer habe ich Bauobjekte. Ofen. Doppelbett. Bett, nein. Nein. Ah, doch, hier ist er doch. Ja, dafür braucht er die 50 Ziegel, stimmt. Wo ich die wieder herkriege. Hm.
Und tschüss. Sehr schön. Dich habe ich gezweiteilt. Ja, pass auf, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade 100 Steine reingepackt. Jetzt können wir hier Ziegel herstellen. Das dauert natürlich ordentlich. Hast du noch ein bisschen Holz, das du reinschmeißen kannst? Mann. Mann nicht, aber ich hol welches. Mach ich schon. Dauert auch so. Würde ich sagen, hauen wir hier noch mal ein bisschen Menschenfleisch rein. Hauen den Ofen noch mal an. Wie viel gekochtes Menschenfleisch hast du denn am Mann? Drei. Drei. Würde ich sagen, nimm dir mal hier raus 15. Mehr aufteilen. Weil durch diesen Dolch, den ich habe, kriegt man unheimlich viel Menschenfleisch. Aber warte mal, habe ich jetzt nur den einen Teil von dem Körper zerlegt oder habe ich beide Ja, zerlegt? Ich was, bin mir wir nicht haben den sicher. Teer denn her? Teer kam auch durch die Rinde, glaube ich. Okay. So, das Menschenfleisch tun wir mal rein und stellen nochmal ein Set-Gegengift her. Also Set heißt, wie gesagt, glaube ich, hier diese Religion. Set. Eigentlich ja Set, weil. Du hast 40 Stück dabei. Wir müssen noch ein bisschen Holz vielleicht reinschmeißen. Okay, 5 Ziegel. Pack das Leder. Was Leder kann ich wieder in den Ofen packen. Hört. So, dann tue ich mal ganz kurz hier noch die Eisenbarren rein. Wie haben wir denn jetzt da? Mittlerweile 6 Ziegel. Der. Ich würde mal fast sagen, lass uns das so machen. Statt das zu essen, wollte ich das eigentlich rausnehmen. Aber irgendwie esse ich das immer da aufteilen. Ja, glaube ich, gerade ein Krokodil. Das ist wieder Bruno. Wollen wir dann jetzt noch was machen? Wie wär's Ja. denn? Wie wäre es, wenn wir denn auf die andere Insel gehen und uns da mal ein bisschen umschauen würden? Vielleicht auch Welche ein bisschen. Insel meinst du? Diese langgezogene oder Also welche? hier geradeaus quasi das Festland mehr oder weniger. Ich will nur noch ein paar Sachen loswerden, Geh schon mal rüber. die ich so im Inventar habe, wie das hier. Wow. Und das hier. Das, das, das. Eigentlich brauche ich den Jagdbogen auch nicht. Der kann da mal kurz rein. Jetzt bin ich nämlich bei 30%. So, und ab rüber. Mensch, Heiko. Erstes Tod. Der zweite ist. Du bist auch schon hier. Ja. Dann bau mal ab. Ich gebe dir mal Licht. Gut. Weil ich mich doch ein bisschen heilen muss. Sehr gut. Habt ihr irgendwas gehabt? Ja, der eine hatte fluchgrünes Färbemittel. Mal, den habe ich gar nicht richtig abgebaut. Jetzt. Ihr Menschenfleisch habe ich aus dem rausbekommen. Nice. Okay. Ich muss mich erstmal jetzt gut voll heilen, weil ich habe eben 2 gekämpft. Okay, ich bin komplett voll, also wir können auf jeden Fall ein bisschen. Ja. Hallo kleine Schildkröti, hallo kleine Schildkröti. Lass mal in Ruhe. Ja. Hey, was willst du denn, Kollege? Oh, der hat Eisenbarren dabei. Sehr schön. Wo wir ja Ziegel brauchen zurzeit. Ja, gut, das stimmt.
Sonst auch wieder bessere Rüstung herstellen können. Ja, aber nebenbei noch mal kurz was schnabulieren. Aloe Vera nehmen wir auch mit. Dann könnt ihr überall mal ein bisschen E drücken. Ja, okay, Steine und Äste müssten wir jetzt eigentlich nicht unbedingt aufsammeln. Naja, Steine, das bauen wir ab, du vielleicht. Du rennst schon wieder direkt in den nächsten Fight. Klar. So, okay, ich nehme den linken, du den rechten. Hallo! Okay, die wollen beide auf dich. Das angegriffen hat. Finisher mit einer Waffe ausgeführt. Brauchst du ab? Natürlich. Hallo. Na, du kleines Schildkrötchen. Finde ich niedlich. Immer ein bisschen. Ich finde die auch niedlich. Die sind cool. Am Anfang sahen die halt wie übergroße Echsen aus. Ich habe leuchtende Essenz bekommen. Eine leuchtende gummiartige Substanz. Okay, noch ein bisschen heilen. Nebenbei. Hier steht bei mir Zuflucht. Wo ich bin. Ja, die Frage ist halt, wo bist du? Bin ein Stückchen hochgegangen. Hier. Und da ja, oben. Da kommen wir ja wieder in Richtung. In Richtung. Wie heißt das Ding? Das wird Vieh. Hat nur so. Kadaver. Das waren zwei. Was? Okay. Ja, ich guck jetzt einfach mal. Okay, so habe ich aus denen nichts rausbekommen, alles klar. Müssen wir nochmal separat abbauen. Da vorne ist nochmal so ein Vieh. Waren die aggressiv oder hast du die angegriffen? Die sind auf mich zugelaufen. Ja, die sind aggressiv. Bisschen. Das scheinen irgendwie Menschen zu sein, die an der Krankheit. Tanten. Ja. Da unten sind zwei Hasen. Warte mal, wo sind wir denn hier überhaupt? Wenn wir jetzt hier theoretisch geradeaus weiterlaufen würden, würden wir wieder hier zur schlechten Straße kommen. Meine Straße ist. Ich habe zwei schlechte Straßen. Einmal links und einmal rechts auf der Map. Ah, okay. Ich habe wahrscheinlich vielleicht einmal gestärpselt, ne? Das kann sein, ja. Also auch. Ja, ja, aber ich bin dann quasi irgendwo mitten in der Wüste gespawnt. Aggressiv? Nee, ist doch ein Bruno. Mal ruhig, grau die durch mit uns. Entschuldigung. Gesundheit. Lass mich hier geradeaus weitergehen. Hier steht bei mir jetzt auch wieder Zuflucht. Die Musik heißt eigentlich nichts Gutes. Doch, das heißt es gut. Sehr gutes Zug. Da ist hier vielleicht sogar so der erste Boss ist. An dem wir gnadenlos verrecken werden. Quatsch. Ah, hier sind noch ein paar von diesen Viechern. Oh. Wollte den kicken. Nice. Sehr schön. Hey, warum bist du rot? Oh oh. Boss! Oder Explosion, keine Ahnung. Ah ne, Explosion. Der Typ ist ein bisschen explodiert. Boah, ist noch einer. Ja, da kommen wir jetzt so ohne weiteres aber nicht rüber. Ah, egal. Hm, was haben wir denn noch hier? Da ist noch einer vor uns. Hallo Schnucki! Da ist noch einer. Zuerst mir. Was? Brauche ich die denn mal hier mit? Ja. Wildfleisch bekommen wir von denen. Okay, hast du leider nichts rausbekommen. Deine schmeiß ich mal wieder weg. Wieder oben hin will ich.
Weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein Bedürfnis. Dann lass uns noch mal ganz kurz runtergehen. Sehr schön. So. Ganz oben kommt man gar nicht rauf. Ich glaube fast nicht. Es sei denn, du könntest halt hier hochklettern. Ich kletter gerade hoch. Kann ich dann wieder runter? Bin ich tot. Ich bin fast bis ganz oben gekommen. Wir sollten uns vielleicht einen Punkt suchen, wo wir nicht ganz so hoch klettern müssen, aber. Das klappt schon. Eiserne Ausdauer. Sprints verbrauchen weniger Ausdauer. Schaden. Habe ich gelesen. Was eben? E-Vermögen. Du verbrauchst beim Klettern 10% weniger Ausdauer. E-Vermögen. Und dann schaffe ich es jetzt. Aua. Das haben wir getan. Hier kann man gut hochklettern, wo ich bin. Moment. Nee, Attribut. Hat nicht gesund. Hast du Fleisch dabei? Ja, 15 Stück. Oh, bitte ein paar. Aufteilen. Platz im Inventar, Moment. Aufteilen. Liegt. Dürftest du gut hochklettern können? Da war ich gerade. Hat nicht gereicht. Und du kannst dich abbrechen. Wenn er nichts aufhören würde, das muss ich regenerieren. Was macht er da hier? Kommt überhaupt irgendwas? Ja, also da kommst du gerade gar nicht hoch. Interessant. Nee, bis jetzt sehe ich mal noch nichts. Da war eher so ein lautes Gebrüll von irgendeinem Viech, wo ich dachte, vielleicht. Oh. Jetzt bin ich mal hier oben. Da ist nichts sowas. Hier ist ein Nest. Nest. Einigen Federn. Damit? Ja, nehme ich auch mit. Dieses Vieh. Was hier brüllt, meinst du, ja? Das höre ich auch. Vielleicht sehe ich das ja, wenn ich hier hochkletter. Ja, falls ich hier hochkomme. Ich werde jetzt, weil ich nicht so viel zum Heilen habe, nicht mehr hochklettern. Also da, wo ich hochgeklettert bin, kannst du auf jeden Fall hochklettern. Da kannst du ja quasi immer von Etage, also mehr oder weniger naja. Etage zu Etage. Ja. Aber ich werde es nicht machen. Ich will aber jetzt mal hier noch ganz hoch. Einfach mal, um zu gucken, was da ist. Vielleicht winkt da ja auch ein kleines Achievement. Die Mühe. Das Spiel sagt, du bist so blöd, du bist auf einen hohen Berg geklettert, du bist ein Idiot. Ja, Idiot. Genau das sagt es. Ja, du bist da auch geklettert, du bist ein vollkommener Vollidiot. Aber du siehst hier von hier sehr, sehr viel. Hier da hinten fliegen ein paar Raben.
Schätzungsweise sind das Raben. Oder Geier. Geier könnten es ja auch eher sein. Hier unten sehe ich dich. Geh mal weiter. Hier unten. Ja, ich guck mal gerade, ob man hier noch irgendwas sieht, wo man halt hinküsste. Wollte. Was jetzt gerade entdeckt? Optisch zumindest. Statuen. Okay. Und Gegner. Bogenschütze und normal. Ist er immer noch oben? Nee, ich bin gerade runtergesprungen. Bist du mich hier? Ah ja. Guck mal, wenn du jetzt hier weiter guckst, siehst du diese Statuen? Sieht doch interessant aus, oder? Könnte auch was vielleicht sein oder so. Und hier unten haben wir nochmal zwei Gegner. Ich habe halt nicht mehr viel Leben. Halt dich doch kurz. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe dir mein letztes Essen gegeben. Also die Hälfte meines letzten Essens. Dadurch, dass der Abstieg halt relativ unsanft gewesen ist. Die dürfen wir noch hinbekommen. Das wäre jetzt nicht das Thema. Attack! Ist doch gut. Ich habe sogar eine Kiste hier. Knochen und Steine. Sind wir dabei? Okay. Krasser Hengst, hält man nicht. Hey, Färbemittel, alles klar. Sehr gut, Freunde. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt offscreen mal wieder zurück zum Lager, denn wir haben jetzt schon wieder einiges gesehen. Ja, Map ist riesig, also es gibt noch einiges zu entdecken. Ja. Es wird schon noch einige Folgen geben für euch. Also das definitiv. Das macht mir auch unheimlich Spaß, ich weiß nicht. Ja, man, hier also, wir es entdecken und so. Richtig. Es ist zwar ein Survival-Spiel, aber keine Ahnung. Hier kannst du irgendwie viel mehr entdecken. Ja, ja okay. Ich meine, bei Raft ist es natürlich immer interessant mit dem Entdecken, weil ist halt Wasser. Na gut, Leute. Aber wie gesagt, Support ist kein Mord. Deswegen gebt uns gerne auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt fleißig Kommentare, gebt uns Tipps. Bitte keine Spoiler. Aber sonst würde ich sagen, ein Link zu dem jeweils anderen ist immer unten in der Videobeschreibung. Und von dem her, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao, Lieben!